Ganz herzlich begrüße ich Sie heute hier aus der Fußgängerzone in Bergheim, dem Herzen unserer Stadt. Oft habe ich schon berichtet über das sogenannte integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept mit all seinen 28 Maßnahmen. Und heute ist es endlich soweit. Die erste Maßnahme geht ganz konkret an den Start. Und zwar ist das die Umgestaltung der kleinen Erft. Das nehme ich zum Anlass, Sie einmal einzuladen, Sie auch neugierig zu machen und anzuregen, mitzuwirken bei der Gestaltung und der Planung unserer Projekte. Machen wir gemeinsam Bergheim noch lebenswerter, noch liebenswerter. Ich freue mich drauf. Das INSEC Innenstadt ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem groß angelegten Stadtentwicklungsprozess in der Kreisstadt Bergheim. Schon im Stadtentwicklungskonzept 2035 haben Sie, die Bürgerinnen und Bürger, uns gesagt, wie Sie sich die Gestaltung Ihrer Stadt in den nächsten Jahren vorstellen. Und hier setzen wir an. Sie werden sehen, es werden ganz tolle Projekte entstehen, die für Sie da sind und die unsere Innenstadt und unsere Umwelt schöner machen. Das sind die Büro. Entwickeln, mitwirken und erleben. Alles an einer Anlaufstelle. Jeder, der sich über die INSEC-Projekte informieren oder mitarbeiten möchte, findet uns seit einem Jahr im Herzen der Innenstadt. Seitdem haben uns schon zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aufgesucht und ihre Ideen in die Projekte mit eingebracht. Ich freue mich, als Innenstadtmanagerin Sie hier persönlich begrüßen zu dürfen. Bergheimer Fußgängerzone soll ein neues Gesicht mit einem einheitlichen Erscheinungsbild erhalten. Ziel ist es, im Rahmen eines freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs aus unterschiedlichen Entwürfen das beste Konzept für die Umgestaltung der Fußgängerzone zu finden. Bereits im Vorfeld des Realisierungswettbewerbs konnten wir im Rahmen einer Bürgerbeteiligung zahlreiche Anregungen, Wünsche, Ideen seitens der Bergheimerinnen und Bergheimer zusammentragen und diese den Planungsbüros zur Verfügung stellen. Mit dem Hof- und Fassadenprogramm unterstützen wir die Eigentümer und Eigentümerinnen bei der Instandsetzung und Modernisierung ihrer Fassaden, Fenster, Dachflächen und Außentüren. Dadurch wird das Erscheinungsbild der Innenstadt aufgewertet. Die Beratungstermine finden beim Antragsteller statt. Ich helfe bei der Antragstellung und rufe auch gerne mal persönlich an. Die Qualitätsoffensive Einzelhandel und Leerstandsmanagement sowie die Qualitätsoffensive Gastronomie sind zwei bedeutende Bausteine des INSEC der Kreisstadt Bergheim. Ich freue mich darauf, diese beiden Projekte im Sinne der Kreisstadt abwickeln zu können. Ich sehe große Qualitäten in unserer Stadt und die hoffe ich, mit diesen beiden Projekten umsetzen zu können. Mit dem Projekt Öffnen und Erlebbarmachung der kleinen Erft wird ein hochwertiger und attraktiver Erlebnis- und Aufenthaltsbereich in der Innenstadt geschaffen. In der Fußgängerzone wird der Uferbereich großzügig geöffnet. Die kleine Oase lädt zukünftig durch ein neues Mobiliar, einen Stadtbalkon, eine Treppenanlage und Neuanpflanzungen zum Verweilen am Wasserlauf ein. Willkommen in der grünen Anlage am Amtsgericht, die dem Bergheimer besser noch als grüne Lunge bekannt ist. Im Rahmen der Innenstadtentwicklung sollen die Themen Biodiversität, Bildung und Bewegung an dieser Stelle gestärkt werden. Mein besonderes Anliegen ist dabei, dass man diesen Mehrgenerationenpark für die Zukunft durch klimaangepasste Bäume stärkt. Jetzt haben Sie einen Einblick in 6 unserer spannenden 28 INSEC-Projekte erhalten. Sind Sie interessiert, wollen Sie gerne mehr wissen? Dann schauen Sie gerne auf der Homepage der Kreisstadt Bergheim unter www.bergheim.de.